Willkommen zurück zu unserem Blender-Tutorial und heute geht es um etwas sehr rechenintensives für leichtere Computer, also die halt nicht so viel Rechenleistung haben, ist diese Sache eher mit Vorsicht zu genießen, sagen wir es so. Wir haben ja hier unser ganz normales Objekt. Und ihr seht ja, es hat ziemlich viele Kanten. Es sieht sehr kantig aus und das ist in den meisten Sachen, die wir halt mit Blender machen, immer wieder etwas kritisch, dass wir das nicht wirklich ändern können. Wir können es zwar halt versuchen, so ein bisschen, ründlicher aussehen zu lassen, aber in den meisten Fällen ist das nicht ganz so einfach. Vieles davon wird in der Spieleindustrie mit Texturen gelöst, die das Ganze dann etwas runder aussehen lassen und halt Normal Mapping und ähnliches. Relativ komplexe Sachen, die gerade kleinere Entwickler nicht so einfach drauf haben, weil es wirklich sehr viel Arbeit bedarf und auch sehr viel Rechenleistung am Anfang, um das überhaupt so zu bewerkstelligen. Deswegen gibt es halt auch verschiedenste Möglichkeiten, das irgendwie etwas schöner aussehen zu lassen, nämlich mit den sogenannten Modifiern. Ein Modifier ist im Prinzip ein Plugin von Blender, wo ihr bestimmte Dinge verändern könnt, modifizieren könnt. Deswegen heißt es ja auch Modifier. In den meisten Fällen ändert das halt Dinge direkt am Mesh, direkt am Objekt und lässt das Ganze etwas rechenintensiver werden. Also der Computer rechnet für euch Dinge aus, damit das schöner aussieht. Ihr seht hier, es gibt verschiedenste Arten von Modifiern. Ich zeige euch jetzt erstmal die, mit denen ihr am wahrscheinlichsten mal arbeitet. Da haben wir zum allerersten den Subdivision Surface Modifier. Einfach mit Linksklick draufklicken und schon ist er hinzugefügt. Wenn wir jetzt hier das Ganze aus dem Edit-Modus hier herausgehen, dann seht ihr, hier hat sich alles geteilt und ist langsam etwas runder geworden. Ja, das ist eigentlich an sich schön, aber ihr seht gleichzeitig, dass sich einige dieser Flächen halt doch zu wesentlich mehr Flächen geworden sind. Und ihr seht hier auch oben, dass die Faces hochgegangen sind. Wenn ich jetzt nochmal hier, also ihr habt hier diesen Modifier und könnt hier erstmal wählen zwischen Cutmool Clark, keine Ahnung, wie das richtig ausgesprochen wird, und Simple. Simple erhöht einfach bloß sinnloserweise die Anzahl an Flächen, die benutzt werden, lässt das aber nicht wirklich rund aussehen. Das macht das Ganze nur sinnlos rechenintensiver, braucht ihr in den meisten Fällen also nicht. Denn ihr könnt die Flächen, die ihr hier erstellt habt durch diesen Modifier, nicht bearbeiten. Das macht der Modifier, wenn dann, selber. Deswegen bleibt bei dem Cutmool Clark, wie auch immer, und dadurch werden die Flächen automatisch gebogen. Wenn ihr jetzt hier diese Subdivisions habt, Subdivision habt ihr ja schon kennengelernt, das ist ja quasi dieses über W und dann drauf drücken und dann werden da mehr Sachen draus. Bloß, dass das hier direkt vom Computer gemacht wird, das habt ihr nicht in der Hand. Ne? Gibt es hier das View und das Render. View ist natürlich das, wo wir gerade sind. Wir gucken uns das gerade an und sehen das jetzt nur mit einmal Subdivision. Also es wurde nur einmal unterteilt, jede Fläche. Also mit zwei Cuts. Das ist eine Unterteilung. Und währenddessen Render ist auf 2 eingestellt. Damit ihr jetzt mal den Unterschied seht, wenn ich jetzt hier auf Rendern gehe, ihr habt ja hier den Kameramodus, ist das noch weicher, ist das noch mehr halt abgeflacht. Und gehen wir wieder zurück. Das Ganze könnt ihr euch natürlich auch im View ansehen und könnt ihr das Ganze noch weiter halt unterteilen. Das Ganze ist meistens ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn je mehr Flächen ihr habt, hier seht ihr es schon, hat sich ziemlich gesteigert. Allein schon von dem Sprung 64, noch einmal alles unterteilt, sind wir schon bei 258. Das ist verdammt viel. Also 258 ist natürlich noch okay für zum Beispiel
einen Stein oder sowas. In diesem Fall könnte man das vielleicht als Stein interpretieren. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Charakter habt und der sowieso schon aus ganz, 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 ganz vielen Flächen besteht, dann ist es nicht zu empfehlen, da noch einen Subdivision Surface Modifier drauf zu ziehen, da das dann teilweise in die Tausender Höhe geht und ihr so schon mehrere hundert Flächen habt. Dementsprechend benutzt es immer mit dem Shading Smooth. So werden die ganzen Flächen, die ihr nutzt, auch nochmal ein bisschen abgerundet. Ihr könnt das natürlich auch für euren Computer, wenn er es kann, wirklich übertreiben. Also ich kann wirklich locker bis zu 4 hochgehen, kann auch 5 und 6 teilweise noch locker schaffen. Da bin ich jetzt bei 65.000 Flächen. Nee, doch, ja, 65.000 Flächen. Das ist verdammt viel. Ich schaffe das noch locker mit meinem Rechner, aber bei euch wird es dann langsam kritisch. Oh, mehr als 6 geht gar nicht. Gerade wenn ihr irgendwelche komplexeren Objekte habt, lasst das lieber bleiben. Denn irgendwann könnt ihr teilweise das nicht mehr drehen oder so, dann leckt alles. Also auch für Spiele ist dieser Modifier nicht zu empfehlen. Aber wenn ihr wissen wollt, ob das vielleicht so schöner aussieht, wenn ihr das vielleicht ein bisschen abgerundeter haben wollt, dann ist das okay. Dann könnt ihr das ruhig nutzen. Oder halt wirklich, wenn ihr so einen Stein habt, dann empfehle ich euch einmal maximalst das zu nutzen. Vielleicht noch ein zweites Mal, wenn es wirklich nur 200 noch was sind. Aber das nur bei Spielen, wo es wirklich wichtig ist, dass es richtig schön aussieht. Und dann müsst ihr halt aber damit rechnen, dass das halt nur irgendeine Hochleistungskonsole oder ein ordentlicher Rechner dann benutzen kann. Denn sowas in Echtzeit zu rendern, ist nicht ganz so einfach. Wenn wir es hier schon angucken, das braucht kurz. Das ist wirklich nur ein Zeitpunkt von mehreren Millisekunden. Aber Millisekunden können in einem Spiel wirklich sehr viel ausmachen. Und ja, dementsprechend kommen wir jetzt mal zu einem Modifier, den ihr wahrscheinlich eher nutzen werdet. Ach ja, ihr könnt einfach, wenn ihr hier so einen Modifier habt, könnt ihr hier auf Apply gehen. Dadurch wird das festgesetzt und ihr habt dann wirklich alle Flächen, die ihr haben wollt. Und dann wird das nicht explizit nochmal vom Rechner berechnet, sondern ihr habt wirklich Zugriff auf diese Flächen, die hier erstellt werden. Ich kann euch das mal zeigen. Gehen wir hier mal drauf. Apply. Ach ja, warte. Apply. Und jetzt habt ihr wirklich all diese Flächen. Das ist viel. Macht das nicht. Es geht, aber lasst es lieber bleiben. Mit STRG und Z können wir das Ganze wieder zurücksetzen und nehmen jetzt einen anderen, nämlich den sogenannten Mirror Mode. Dafür tue ich jetzt erstmal ein bisschen was hier von dem Dingchen löschen. Und X und ja, nein, falsch. Faces. So. Wir haben hier jetzt bestimmte Dinge, die wir auswählen können. Wir können jetzt erstmal sagen, Mirror sollte euch eigentlich was sagen, wenn ihr ein bisschen Englisch könnt. Das ist ein Spiegel. Wir können jetzt hier sagen, wo das gespiegelt werden soll, auf welcher Achse. Wir lassen das jetzt mal hier auf der X-Achse. Und dann können wir hier noch einen bestimmten Wert auswählen, nämlich den Clipping. Clipping sorgt dafür, dass wenn ich jetzt hier mit diesem ja, Punkt einfach über diese X-Achse drüber gehe, dass der automatisch sich verbindet. Das ist immer mal sehr zu empfehlen. Abgesehen, ihr müsst halt wirklich mal über die X-Achse drüber oder macht irgendwelchen Blödsinn. Dann könnt ihr halt das auch einfach mal fix ausschalten. Das geht auch, wenn ihr dann einfach den macht. Aber in den meisten Fällen ist es sinnvoller, das direkt zu nutzen, weil dann könnt ihr das jetzt hier nicht mehr verändern und es geht halt auch nicht auseinander, weil ihr wollt ja immer solide Objekte haben. Und das Schöne an dem Mirror ist, dass ihr dauerhaft alles an den Objekten ändern könnt und es auf der anderen Seite genauso geändert wird. Wenn ihr gerade irgendwelche Gesichter oder Köpfe oder Körper baut, dann ist das sehr, sehr praktisch. Ich nutze den auch sehr, sehr häufig, gerade zum Modellieren von Charakteren oder ähnliches. Und ja, ihr könnt genauso wie beim Subdivision Surface Modifier, ups, natürlich müsst ihr in den Objektmodus gehen, damit das geht, einfach Apply setzen und schon habt ihr wirklich alles, was ihr hier als Spiegel gemacht habt, genauso existent.
Ich empfehle euch, versucht das immer möglichst auf einer Achse vorher zu haben. Also löscht vorher alles auf der einen Seite. Das macht sich besser, wenn ihr das dann aktiviert, weil ansonsten kommt da teilweise irgendwelcher Kauderwelsch raus. Ja, und damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende. Und beim nächsten Mal gibt es noch mehr Modifier. Bis dahin, tschüss.